Hallo und herzlich willkommen zu den Lügengeschichten von Pinocchio. Wir sind in der Venini-Fabrik und haben uns in den letzten beiden Folgen mit Bravour hier durchgeboxt. Wir haben jeden noch so schweren Gegner erledigt. Ohne Probleme sind wir hier durchgebuttert. Wer was anderes behauptet, lügt schlichtweg. Ja, ist jetzt leider Versuch Nummer 2, weil ich hatte 2 neue Folgen aufgenommen. Ich habe den Boss natürlich beim ersten Mal, First Try, ohne Probleme besiegt. Und bin noch weiter und hab dann irgendwann gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. Das heißt, ich darf das jetzt alles nochmal für euch machen. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich nicht den Knopf gedrückt habe. Das ist wirklich, wirklich, wirklich dumm gelaufen. Heißt, ich bin jetzt schon ein bisschen gespoilert, weiß so, was in den nächsten, ich sag mal, 20, 30 Minuten passiert. Ist aber nicht so wild. Wir tun einfach mal so, als würde ich alles nicht wissen. Und ja, wir hören uns jetzt natürlich nochmal die ganzen Gespräche schön in Ruhe an. Machen dann den Boss easy peasy, der ist wirklich super einfach, gar kein Problem. Habe ich letztes Mal First Try, gar kein Problem, so 3 Schläge war der weg. That's rather disloyal. Quite insulting. Na, so wie man es von mir kennt, das ist gar kein Problem. Jeder Boss First Try, gar kein Thema. Auch die großen Puppen sind überhaupt kein Problem. Hier war ja auch noch hier diese Schaufelding, gar kein Thema. Haben wir alles ganz easy gemacht, nebenbei, mit einer Hand, mit 2 Augen zu, einfach nur mit dem Hörsinn. Und dann hören wir mal, was Mr. Venini uns jetzt hier zu sagen hat. Oh, easy now. Don't need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but, well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my butler. Consider it a personal favor and owe you in kind. Ja, Mr. Venini, eine sehr treue Seele. Finde ich ganz toll, dass er seine Butlerpuppe hier so verzweifelt zurückhaben oder retten möchte. Den Wunsch werden wir natürlich erfüllen. Wir werden Pulcinella suchen und finden und hoffentlich auch retten. Und werden jetzt erstmal, wir haben nämlich 9200 Ergo, 9300 fast, ein bisschen aufleveln gehen. Werden es auf jeden Fall brauchen. Wir haben ja noch einiges an Ergo im Inventar. Ich glaube, na, wir müssen mal gucken, das dürften ein paar tausend sein. Und es gibt noch ein Gespräch mit Geppetto, was ich mir gerne noch anhören würde. Das sind nochmal so ein paar Zwischeninfos, auch sehr interessant. Ein bisschen über die Welt, was uns alles noch so erwarten wird an Gebieten. Gucken wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal im Inventar. Wir haben 600 Ergo. 1800 Ergo. 2800 Ergo, 3800 Ergo, boah, so viel Ergo, das können, ach Moment, natürlich auch benutzen, bitte. So, jetzt haben wir 15.000, das hier werden wir natürlich nicht benutzen, ich gehe davon aus, dass es hier Souls-like-mäßig auch Bosswaffen noch gibt, die wir später herstellen können oder für irgendwas eintauschen können, vielleicht für irgendwelche guten... Ja, für irgendeine gute Ausrüstung oder was weiß ich was. Mal gucken. Lass uns überraschen. So, hier würde ich gerne noch die Waffe ein bisschen aufleveln. Jawohl. Als nächstes brauchen wir einen Sichelmondstein. Da haben wir noch gar keinen von gefunden. Also plus 3 ist aktuell das Maximum, was wir erreichen können. Aufleveln an sich wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Vitalität. Das sterben wir immer irgendwie sehr häufig. Und, oder sehr schnell, Stärke ein bisschen. Für Ausdauer und natürlich die maximale Ladung. Wir erinnern uns, wir haben viel zu viel Gewicht, was wir mit uns rumschleppen, denn wir haben hier noch... Was hier? Gewicht einmal hoch, genau. 55% neue Ausrüstung. Das war sie schon. Genau. Dann können wir das jetzt auch verwenden, ganz toll. Sind wir schon richtig gut vorbereitet auf den Boss. Richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, jetzt hören wir uns noch kurz an, was Geppetto uns zu sagen hat. Das sind ein paar Dialogzeilen. Sehr spannend. Mal schauen. The city of Crot. It's
probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. Vanini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Vanini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Rescue Vanini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. The cathedral is famous for its wise and kind Archbishop Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with them. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. I don't know what's happening in the Malam district. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. That's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy, or worse. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those poor people. They need your help, son. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of ergo there. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen und ich denke, wir fangen mal unten an, ein paar Anmerkungen. Rosa Isabel Straße. Ich hatte in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge spekuliert, ob hatten wir da Geppetto nicht gefunden? Nein, das war die Alchemistenbrücke, nicht in der Rosa Isabel Straße, deswegen muss ich das ein bisschen korrigieren. Ich hatte schon spekuliert, ob er hier nicht vielleicht auch da irgendwie ein bisschen an diesem Puppenwahn mit dran schuld ist. Das kann natürlich trotzdem noch sein, aber er ist anscheinend nicht der Drahtzieher. Das hatte ich falsch interpretiert. Bin mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich denke mal, das ist jetzt hier die Reihenfolge der Ortschaften, die wir jetzt erkunden werden. Ne? Wir sind jetzt gerade in den Venini-Werken. Das hat natürlich oberste Priorität, dass wir den Nachschub an Puppen endlich stoppen. Und hier wohnt oder residiert wahrscheinlich der Puppenkönig. Wer auch immer das ist, ob es eine Puppe ist, ob es ein Mensch ist. Vielleicht einer dieser ominösen Alchemisten, die ja hier mit dem Ergo rumgespielt haben und vielleicht nicht ganz unschuldig sind am Puppenwahn. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass Geppetto da trotzdem noch irgendwie seine Finger im Spiel hat, ob wissentlich oder nicht, ob beabsichtigt oder nicht, wie auch immer. Werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. Ja, die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens haben wir nur ganz kurz schon mal gesehen. Da hatte uns Jiminy vorgewarnt. Das sieht ja aus wie, ja, gesetzloses Gebiet. Mal gucken, was uns da dann erwarten wird. Die Kathedrale ist dann hoffentlich nicht wie das Rathaus ein weiterer Safe Haven, der gefallen ist. Hier gibt es viele Flüchtlinge und ja, wir sind halt ne, die Superpuppe, wir müssen überall helfen und alles retten und weiter und mal gucken, ob wir hier dann nicht auch noch irgendwie zu spät kommen. Ich hoffe nicht. Was ich ganz cool fände, wir haben hier vier scheinbar große Gebiete. Ich hätte es ganz toll gefunden, weil ich gehe davon aus, dass wir die nacheinander ne, so von oben nach unten besuchen werden. Ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn man wenigstens drei von denen mal Rosa-Isabel-Straße außen vor gelassen. Das scheint so der Endkampf, das Endkampfgebiet zu sein, höchstwahrscheinlich. Wenn wir uns hätten aussuchen können, wo wir zuerst hingehen, wenn wir sagen, boah, okay, erstmal den Nachschub stilllegen oder vielleicht erstmal diese Bruderschaft da besuchen, was weiß ich, was uns dort erwartet, vielleicht kriegen wir Hilfe, vielleicht müssen wir dort irgendetwas finden, was uns hilft oder was weiß ich, oder helfen wir erstmal den Flüchtlingen, aber leider können wir uns das nicht aussuchen. Ich hätte es ganz cool gefunden und ist natürlich ein Riesenaufwand, dass je nachdem, wie wir die Gebiete abschließen, dass das dann halt auch Auswirkungen auf andere hat. Wenn wir sagen, wir wollen zuerst den Flüchtlingen hier helfen, in der Kirche, in der Kathedrale,
dann hat das Auswirkungen zum Beispiel auf die Venini-Werke, ja? Das heißt, wir haben hier dann mehr Feinde zum Beispiel, vielleicht auch stärkere, irgendeine spezielle Superpuppe, die dann hergestellt wurde in der Zeit, wo wir die Kathedrale beschützt haben. Oder wir machen erstmal die beiden anderen Sachen und die Kathedrale zuletzt und finden dadurch dann halt keine oder weniger Überlebende. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber das ist leider nicht der Fall scheinbar. Wir können uns nicht aussuchen, wohin. Ist kein Beinbruch, ist einfach nur so, hätte ich ganz cool gefunden. Aber was soll's, muss ja nie sein. So, ich soll mal die Lampe wieder anmachen, wurde mir gesagt. Ist wohl ein bisschen dunkel, sorry. Ich glaube, die schließt sich immer, wenn wir sterben. Also nie, aber die geht dann halt aus. Müssen wir einfach dran denken, die mal wieder einzuschalten, weil manche Gebiete sind schon ein bisschen dunkel. Und in der Aufnahme ist es immer noch ein Tacken, ein Stück dunkler als bei mir hier im Original. Ne, das Aufnahmeprogramm macht das irgendwie alles nochmal ein bisschen dunkler. Warum, weiß ich nicht, ist einfach so. Kann ich leider auch nicht ändern mit dem Programm hier. Das macht es einfach aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind. Wahrscheinlich will es mich auch nur ärgern. Nein, wie gesagt, das mit den Gebieten ist kein Beinbruch, aber ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das hätte eigentlich auch ganz cool reingepasst, ist aber wahrscheinlich viel zu viel Aufwand gewesen, um das alles noch reinzupacken. So, wir haben hier die große Puppe erledigt. Hey, könntest du das bitte gerade lassen? Dankeschön. Ne, was das hier ist, das ist irgendeine Säure, da können wir nichts mit anfangen. Hier sind zwar irgendwelche Rädchen und Ventile, aber da können wir nicht mit interagieren. Jetzt versuchen wir mal hier ohne Schaden irgendwie durchzukommen. Die werde ich jetzt einfach mal gerade ganz gekonnt ignorieren. Denn hier unten, man sieht es schon am roten Licht, erwartet uns etwas. Und natürlich einem Kelch der Blauheit hier. Den man natürlich überhaupt nicht braucht. Das brauche ich nicht. Pff, lächerlich. Gucken wir mal. Gedacht, der Unterbau wäre der Kopf, keine Sorge. Aber der richtige ist so süß, guck mal da oben, mit so eine lange Nase, oh. Ja, was beim ersten Mal gelingt, dir beim zweiten Mal misslingt, ich garantiere für gar nichts. Und das ist keine Puppe, das ist ein wandelnder Ofen. Bitte, das ist doch keine Puppe. Lächerlich. Ja, der ist schon ganz gut drauf hier, an dem habe ich echt jetzt mal tatsächlich Spaß beiseite die Zähne ausgebissen bei der letzten Aufnahme. Jetzt muss ich auch wieder reinkommen, weil jetzt sind natürlich wieder ein paar Tage vergangen nach der letzten Aufnahme. Also beim ersten Versuch, wo ich aufgenommen wurde, leider. Da war eine Woche vergangen, jetzt sind schon wieder zwei Tage, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier. Und irgendwie will der Controller gerade nicht so richtig. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Ja, ja, der ist schon fies. Und wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass da wieder irgendein Dialog war am Anfang. Unter seinem Lebensbalken. Aber wir können die Puppen hier nicht verstehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich wie bei Nier, dass wir hier die Gegner, vielleicht keine Ahnung, im zweiten Durchlauf oder so, wenn wir es dann nochmal neu spielen, dann auch verstehen. Ist dort auch so gewesen. Keine Ahnung. Dazu müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Versuch. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger gerade, der ist nämlich echt gemein. Der kriegt auch noch gleich eine schöne zweite Phase. Wird er noch besser. Schon. Ja. Der Tritt hat mich ein paar Mal auf Guard erwischt. Den setzt er nämlich nicht so häufig ein. Man versucht auszuweichen, dann kommt auf einmal der Tritt von rechts.
Weg. Oh, da hatte ich zum Glück noch genug Ausdauer. Will ich mal alles blocken, das gibt nämlich auch Schaden. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es nämlich fiesen Flächenschaden. Zumindest wenn man da drin bleibt im Radius. Und der Radius ist sehr gewaltig. Beziehungsweise es gibt keinen Flächenschaden, aber es geht in den Zustand Überhitzung. So, und jetzt macht er natürlich einen auch auf Sniper. Allerdings kriegen wir auch das Leben zurück, wenn wir blocken. Ne? Dann haben wir den Lebensbalken so ein bisschen durch sich. Ja, verdammt. Dichtig und ja. Wenn wir dann gut sind, kriegen wir ein bisschen Leben zurück. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Hoch. Nee, nee, lass mal. Mist, ich dachte, ich krieg noch seine Kralle da erwischt. Weg, 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 weg. Ja, da ist er schon. Ja, jetzt versprüht er hier noch schön Öl. Ne? Das passt natürlich ganz toll. Ich wollte gar nicht springen, sorry. Ach, ich vergesse immer den zweiten. So, jetzt haben wir kein Heil-Item mehr. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen gucken, dass wir wieder eins bekommen. Oder wenigstens keinen Schaden mehr abbekommen. Ja, so viel dazu. Dankeschön. Für diese super Range. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, na klar, das war immer eine fiese Kombo hier. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich mich eben nur schlecht nähern, weil er die ganze Zeit rumballert. Puh, okay, ein bisschen Puffer haben wir jetzt wieder. War schon wieder. Da gehe ich lieber gar kein Risiko ein. Bitte nicht feuern, bitte nicht feuern, bitte nicht feuern, bitte nicht feuern. Und das war's. Oh, sag ich ja, First Try, gar kein Problem. Diese Anspannung. Oh Mann, eliminated. Leistungsstarker Flammenverstärker, Ergo des Flammen, der Flamme des Königs und ein Schleifstein. Schön. Oh, diese Anspannung. Oh Mann, 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 Mann. Ich lasse das im Kampf eher nicht so raus. Deswegen, wie gesagt, immer wieder sorry, dass ich so wenig rede bei den Kämpfen, aber... Boah, mein Herz wurmert gerade. Weil ich weiß ganz genau, dass ich letzte Folge, wir haben jetzt mal ganz ungelogen, ich glaube, ich habe 6, 7 Versuche gebraucht und dann habe ich tatsächlich mir Unterstützung geholt. Und diesmal First Try. Oh, super. Hat auch was Gutes, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat beim letzten Mal. Ich finde diesen Ofen hier so geil. Mann, was für eine Apparatur. Klasse. Meine Güte. Erstmal einen Stress rauslassen. So, Ergo, das aus der Flamme des Königs Fuoko stammt. Es ist von immenser Macht erfüllt. Für Fuoko, die einfache Puppe, war es eine heilige Pflicht, das Feuer in der Fabrik zu schützen. Sobald er vom König der Puppen erfuhr,
beugte er sich einem neuen Gott. Na, wir haben das schon ein bisschen erfahren, manche dieser Puppen, scheinbar nicht alle, aber manche haben tatsächlich auch irgendwie Charakter, eigenen Charakter. Keine Ahnung, wie die das entwickelt haben. Wahrscheinlich auch durch dieses Ergo hier. Aber die haben, auch wenn immer gesagt wird, die können keine, oder es wurde mal gesagt, die können keine Gefühle empfinden, ich glaube, das ist nicht so ganz wahr, zumindest nicht bei allen Puppen. Ein leistungsstarker Flammenverstärker. Der zentrale Kern der Flamme des Königs, Fuoko. Eine Legionswaffe mit immenser Feuerkraft kann mit der Venini-Handwerksmaschine hergestellt werden. Die Puppe träumte von einem Feuer, das die Armee des Königs erschaffen würde. Am Ende eines verzweifelten Kampfes mit einer jungen Puppe wurde das brennende Feuer des Fanatikers zu törichter Asche. Ne, und da liegt gerade, glaube ich, so mal ein bisschen meine Aussage, Träume und Fanatiker und so, die haben teilweise wirklich eigenen Charakter, einen eigenen Willen entwickelt. Und ob es jetzt am Puppenwahn liegt oder ob die das vorher schon auch hatten, ich denke, sie hatten es vorher auch schon. Zumindest manche dieser Puppen. Ist sehr, sehr spannend. Und ich muss mir echt mal angewöhnen, in den Ladebalken stehen teilweise so interessante Sachen, das muss ich mir echt mal mit dem Screenshot jedes Mal abspeichern. Manchmal ist man, ich hatte auch schon jetzt außerhalb der Aufnahmen wirklich super interessante Texte, die ich leider nicht schnell gut lesen konnte. Das muss ich mir echt mal angewöhnen abzuspeichern. Ein Flammenschleifstein. Ein spezieller Schleifstein, bla bla bla. Er kann ausgelöst werden, wenn der Schleifer beim Blocken benutzt wird. Okay. Da er zerbrechlich ist, kann er nicht oft benutzt werden. Spezielle Schleifsteine wurden hergestellt, um im Kampf schnell reagieren zu können. Diese aus künstlichen Edelsteinen hergestellten Schleifsteine schärfen Waffen und verleihen ihnen vorübergehend besondere Fähigkeiten. What do we have here? A broken butler puppet. Now, I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. Ja, Pulcinella, der hier versucht hat, wahrscheinlich Fuoko aufzuhalten. Die treue Butlerpuppe. Nicht vom Puppenwahn ergriffen, scheinbar. Dann gehen wir mal zurück zu Mr. Venini und verkünden die frohe Botschaft. Die Fabrik ist gerettet. Hurra! Die Butlerpuppe nicht so ganz. Aber wir haben es geschafft. Meine Güte. Und ich finde die Waffe immer noch super geil. Boah, das macht echt Spaß. Obwohl ich jetzt echt gemerkt habe, sie ist doch recht langsam. Also gegen Boss, je nachdem was für ein Boss es ist, ziemlich gut. Gegen einzelne Puppen fantastisch. Gegen mehrere Gegner allerdings oder gegen Boss, wo man wirklich schnell reagieren und schnell zuschlagen muss, weil er einfach, weiß ich nicht, rumspringt oder viele Gegenangriffe macht oder so, da wahrscheinlich nicht ganz so toll. Aber deswegen haben wir ja zwei Slots. Wir haben zwar momentan, können nicht so viel tragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns noch eine zweite Waffe machen werden, schön, und die hier vielleicht auch irgendwann noch ein bisschen verbessern werden. Vielleicht kriegen wir noch einen besseren Griff. Der das Ganze noch, obwohl ich denke nicht, dass wir noch schneller zuschlagen können. Das denke ich nicht. So, wenn es jetzt rappelt im Hintergrund, hier kommt gerade die Müllabfuhr vorbei, sorry. Die ist verdammt laut. Oh, dankeschön, dankeschön. Ja, danke. Och, kein Problem. Gar kein Problem. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ah, you're back. And you found... Oh. Dear, Pulcinella, they really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. A factory is ours again. The puppets are going to be in really bad shape after this. Let us return to the hotel and rest while we can. Die Fabrik gehört wieder uns. Fühlt sich irgendwie nicht ganz so danach an. Ich weiß nicht. Irgendwie stört mich hier noch was. Vielleicht sind es die ganzen feindlichen Puppen, die hier noch überall rumlungern und einen erbarmungslos angreifen. So wie der da hinten zum Beispiel. Oder der da oben. Aber die Fabrik gehört wieder uns. So, wenn er es sagt, muss es ja wissen. Ihm gehört sie ja. Offiziell. So, der Stargazer wird benutzt, weil wir haben Boss besiegt. 7208. Ergo. Bevor ich das jetzt verliere,
würde ich ganz gerne. Ich gucke jetzt immer hier mal durch, vielleicht ist ja hier noch irgendein Ereignis oder so, weil bei Hotel Grad steht jetzt das Zeichen von Mr. Vinini. Das heißt, er wird uns dann noch irgendwas sagen oder vielleicht kriegen wir noch irgendeine neue Sache oder was auch was weiß ich. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Aha, zu Beginn wurde die Versteinerungskrankheit als spezielle Krankheit angesehen, die nur in bestimmten Gesellschaftsgeschichten auftrat und mehr konnte ich schon wieder nicht lesen. Gucke ich mir nachher nochmal an. Wie gesagt, da stehen immer sehr interessante Lore-Fragmente. Einmal hatte ich auch irgendwas gelesen, dass die Versteinerungskrankheit scheinbar mit dem Ergo irgendwie zusammenhängt und die Stargazer ursprünglich dafür entwickelt wurden, diese Ergo-Spuren aufzusammeln und die dann später von den Stalkern verbessert wurden und jetzt eben das können, was wir damit auch machen hier, ne, weiß ich nicht. Vor allen Dingen dieses Teleportieren scheinbar. Oh, das ging aber schnell. If it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. Das ging aber schnell, die war doch total ramponiert. Ich meine, freut mich, aber wow. Buongiorno, and welcome to the house of Vanini. I am Master Vanini's Majordomo, Pulcinella, at your service, sir. The house of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Mir hat der Schnipper super gefallen. Oh, die ist aber sehr sympathisch. Lustigerweise, guck mal, der hat dasselbe Jackett an wie Mr. Vanini. Nur ein bisschen anders. Ein bisschen anders geschnitten und ich glaube, er hat hellere Streifen als er. Aber es ist fast dasselbe. So, was haben wir denn hier alles? Kurbel. Moment mal. Ah, genau. Damit können wir doch die Eigenschaften einer Waffe verändern. Ah, genau. Wird eine Fähigkeit gestärkt, wird die andere geschwächt. Griff Upgrade. Entschlossener Technik Fortschritt. Und damit setzen wir alles wieder zurück. Okay, und hier haben wir dann noch, Accessoires. Okay, hiermit müssten wir uns auf jeden Fall mal beschäftigen, bevor wir jetzt zu Mr. Vinini gehen oder sogar noch was kaufen. Steht denn irgendwie was, wie sich verändert, verbessert? Griff ändern? Ah, ja. Ach so, das sind natürlich die Attribute. Entschlossenheit, Technik. Ah, wir haben auch sogar schon Kurbeln, okay. Ja, guck mal hier, geht zum Beispiel Technik hoch, aber physischer Angriff geht runter um 5, weil, ja und hier geht's, ich würde dann eher sagen das, ne? Probieren wir mal aus, ein bisschen mehr Angriff. Und hier hätten wir mehr Elektroblitzangriff. Ohne, dass der physische Angriff runtergeht. Oh, das hat auch Ergo gekostet. Ich will jetzt eigentlich nicht zu viel aus... Wir gucken erstmal, was Mr. Vinini für uns im Angebot hat, bevor wir jetzt hier das ganze Ergo ausgeben. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory, and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni. Gentlemen, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you.
It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Mal ganz ehrlich. Okay, wir lesen erstmal. Du kannst bei Venini oder an einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Er lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Ja, wir haben ja schon so ein Flammending bekommen. Und mal ganz ernsthaft, auch der Bart und so weiter, Tony Stark, bist du's? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are... Legion! No? Too much? It was too much. I always welcome friends. Aha. Genau. Schleifstein, das können wir gerne mal machen. Und Moment, wir reden gleich mit dir. Salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Grant. Behold, Venini Works, where we will honor the city of Grant's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space, a blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venini Works is ready to start building the future. Krat's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Ja, aus dem Traum wurde ein Albtraum und meine Fresse hört er sich gerne reden. Ich finde ihn trotzdem sympathisch. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Ja, das wird sein. So, das leuchtet so ganz unauffällig. Ah, sehr gut, sehr gut. Herstellen sogar. Flammenberge, bla bla bla. Okay, oha. Deus Ex Machina. Machina. Eine Landmine. Okay, das ist cool. Das hier ist Säureschaden. Pandemonium. Auch nicht schlecht. Aegis ist natürlich ein Schutzschild. Wenn sie von einem Schlag getroffen wird, explodiert das eingebettete Gerät und fügt dem Feind Schaden zu. Wow. Und Falkenauge. Abgeschossene Granaten. Also eine Fernwaffe. Oder halt Flammenberge. Ja genau, wir haben das hier alles noch nicht. Aber das hier haben wir. Wir können unserem Gegner jetzt Feuerschaden zufügen. Das machen wir doch mal. Und wir können es hier auch verbessern. Oh, cool. Ja, wir haben ja schon ein paar. Ne? Also die hier bringt sowieso nichts.
Wir haben die Puppenschnur, wir haben die Vulmines und die Flammenberge. Ich würde sagen, jetzt probieren wir das hier mal. Flammen fügen Menschen mit blauem Blut mehr Schmerzen zu. Mit blauem Blut? Versteinerungskrankheit? Fragezeichen? Das mag daran liegen, dass sie sich daran erinnern, dass sie einmal Menschen waren. Okay, das hört sich gut an. Oder wir machen... Oder, Moment, was kann man denn noch hier machen? Modifizieren. Ah, ja. Ah, dafür brauchen wir dieses Kaliber. Davon haben wir eins im Inventar. Ermöglicht das Bewegen beim Aufladen von Elektroblitz. Und erhöht die Reichweite der Feuerangriffe. Also ich gehe mal davon aus, da wir jetzt eine Feuerwaffe bekommen haben, werden wir die auch in absehbarer Zukunft benötigen. Das hier hatte ich übrigens noch überhaupt nicht mehr angeguckt in der letzten Aufnahme, die vergeigt ist. Das ist hier für mich gerade übrigens alles komplett neu. Ich bin dann nicht nach dem Boss direkt weiter und bin gar nicht mehr zurück ins Hotel Krat. Das ist alles neu für mich hier. Dann rüsten wir den doch auch mal aus. Sieht doch sehr schick aus. Oh ja. Passt vielleicht nicht ganz zu unserem Outfit. Da können wir vielleicht noch was gerade tun. Gegen. Naja, minimalst, ne? Minimalst. I always welcome. Okay. Of course you're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but, you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venini. Na, Tony Stark und sein Jarvis, man sieht ganz klar, wo der Einfluss herkommt. Always welcome friends. May I... No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days... Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but... The only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Ja. Diese speziellen Teile haben wir dann natürlich auch. Da ist halt die Frage, haben wir überhaupt eine Wahl, als das zu tun, was man uns von uns verlangt? Und er hier wahrscheinlich auch. Und sie hier auch. Ich bin mir sicher, dass das auch eine Puppe ist. Aber wer weiß. Oh, so viel Neues. Oh, Mann, Mann, Mann. Ach so, ja, das haben wir schon gemacht. Dann können wir jetzt endlich zum Zentrum der Venini-Werke aufbrechen, wo wir den Voco besiegt haben. Ganz easy, aus dem Handgelenk, gar kein Problem. Bin sehr froh, dass der Bosskampf diesmal so viel besser lief, ehrlich. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal ins Hotel zu gehen. Meine Güte, haben wir uns aufgelevelt hier gerade. Ah, wir haben uns nicht aufgelevelt gerade. Oh. Egal. Jetzt ist es so. Jetzt gehe ich nicht wieder zurück. Jetzt ist es so. Da kann man nichts mehr tun. Juhu. Ja, mach ich auch mal so auf der Arbeit. Ja, man sieht es schon. Das ist ganz unauffällig etwas, was explodiert, wenn wir draufschlagen. Ein Feuerkanister. Genau sowas. So. Ja, ihr seid ja nicht neu, euch kennen wir schon. Wenn wir nochmal gucken, ob hier nicht noch irgendwie einer aufsteht hinter einem. Mhm.
Ein Bergwerk. Na supi. Okay, ich wollte mal ausprobieren, ob es auch explodiert, ob wir da, wenn wir dagegen rollen, tut es. Das konnte ich leider noch nicht ausprobieren beim letzten Mal. Hast du gesehen? Die Dinger hier können auch so einen roten Angriff machen, den man nicht blocken kann. Selbst Standardgegner können das. So, mal sehen. Wo geht's denn hier jetzt raus? Oh Mann. Okay, wir haben 1, 2, 3 Gegner. Moment, ist das schon wieder ausgemacht worden hier? Nee. Ist klar. Alles gut. 4. Da oben steht auch noch einer. Und da steht noch einer. Also 6 Gegner. Machen wir erstmal den hier oben weg. Ah, ist schon sehr makaber. Was mir übrigens fehlt, ist, ups, ein bisschen Ruhe, erstens. Und zweitens, ein Teleskop, das hätte ich gerne. Entweder haben wir das übersehen oder es gibt hier sowas nicht. Das findet man ja in der Regel relativ am Anfang. Bei Souls-Spielen, und da das hier sehr beeinflusst ist, hätte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass wir das auch schnell hier finden. Aber bis jetzt Pustekuchen. Bisschen schade. So, ein versteckter Mondstein. Sehr schön. Ist ja gut. Ich komme ja schon hoch. Mann, Mann, Mann. Immer diese Ungeduld. Du wirst doch bestimmt auch, oder? Ja, klar doch. Okay, und noch eine kleine Kiste zur Belohnung. Was gibt's denn da Schönes? Eine neue Waffe. Eine Rohrzange. Gute Waffe. Ach nee, das können wir uns besser hier angucken. Ah, genau. Schleifer-Modifizierungswerkzeug hatten wir auch schon noch bekommen von Mr. Venini. Stalker wollten in der Lage sein, dynamisch auf das sich ständig verändernde Schlachtfeld zu reagieren. Zu diesem Zweck wurden spezielle Schleifsteine hergestellt. Und eine... Ja, das haben wir schon gesehen. Wo ist die Waffe? Dort. Der Kopf einer großen Rohrzange der Firma Venini. Es gibt Anzeichen dafür, dass das ausrangierte Werkzeug als Waffe benutzt wurde. Als die Puppen plötzlich angriffen, machten sich die Techniker daran, Waffen herzustellen. Da sie etwas Kraftvolles brauchten, entschieden sie sich für die Rohrzange. Keule, Morgenstern, aber wir nehmen eine Rohrzange. Der Griff einer großen Rohrzange der Firma Venini. Sie wurde aus robusten Teilen gefertigt, damit sie ein hohes Gewicht aushalten kann. Sie waren Techniker, keine Krieger. Leider gelang es keinem von ihnen, eine stumpfe Waffe richtig zu führen. Und schließlich wurde auch der letzte von ihnen getötet. Ein trauriges Ende. Schon wieder. So, hier. Sehr engagiert. Vielleicht etwas zu engagiert. Und ein Dunkelmondstein des Bundes. Der blinde Schmetterling suchte verzweifelt nach einem Retter und umklammerte einen Mondstein. Es war, als wollte er, dass zumindest diese Welt überlebt. Gut, das war weniger schlimm als gedacht. Das allerdings ist schlimmer als gedacht. Nicht schon wieder so einer. Komm schon, ey. Aber wir haben ja dazugelernt. Ne, blocken. Immer blocken.
Vorsicht vor Überhitzung. Soll jetzt aufpassen, nicht dagegen zu hauen. Ja, hau du doch mal dagegen. Verdammt. Wir sind eingesperrt. Ah. Aua. Okay, nicht rumspielen, das ist immer dumm. Ja, ja. Ist ja gut. Wow. Moment, Moment. Lassen schlagen, lassen schlagen. Und tschüss. Geht doch. Ein Trägeramulett. Hurra. Amulette. Ach, hier oben, genau. Die Puppen gingen immer weiter. Ihren letzten Schritt sparten sie sich für den kahlen Sumpf auf. Das Grab der Puppen. Okay, wir haben einmal Amulett erhöhte maximale LP und ein Amulett erhöht den Schaden der Puppen zugefügt wird. Und hier erhöht maximales Gewicht. Ich wünschte wirklich, wir könnten vier davon tragen. Vielleicht finden wir später noch, ich würde es erstmal so lassen, wie es ist, vielleicht finden wir später noch irgendwelche Items, die uns, weiß ich nicht, keine Ahnung, Rucksack von mir aus. Oh, es leckt. Oh, es leckt. Oh, es leckt. Oh, es leckt sehr gewaltig. Oh, 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 oh. Es leckt sehr gewaltig gerade. Muss ich eventuell überblenden? Wir machen mal kurz einen Break und gleich weiter. Macht's gut, bis gleich.